Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Review und das ist die Rainbow Körperfettwaage. Eine smarte Körperfettwaage, die mir hier zur Verfügung gestellt wurde und wir jumpen direkt einmal in die App. Und wenn wir sie öffnen, sehen wir hier einmal unsere unterschiedlichen Parameter. Wie ihr seht hier, ich bin ein ziemliches Fliegengewicht mit 66 Kilo, da muss ein bisschen mehr drauf. Aber wir gehen direkt einmal in den zweiten Reiter auch rein und hier könnt ihr dann unterschiedliche Tage einsehen, die ihr genutzt habt. Ihr habt die Möglichkeit, in der App auch unterschiedliche Benutzer hinzuzufügen. Das ist echt praktisch, falls ihr euch die Waage im Haushalt teilt und so mit mehreren Personen dieselbe Waage nutzen möchtet, dann könnt ihr hier unterschiedliche Profile erstellen und somit auch euch nicht in die Quere kommen, wenn es daran geht, euch wiegen zu lassen. In der App habt ihr auch noch die Möglichkeit, auch andere Produkte von Rainbow einzusehen und auch direkt zu bestellen. Das haben die ziemlich clever gemacht. Da werdet ihr direkt zu Amazon weitergeleitet und könnt das Produkt dann eventuell auch selbst kaufen. Gehen wir jetzt erstmal wieder zurück und hier habt ihr dann in der Grundeinstellung habt ihr eure unterschiedlichen Parameter und ihr seht hier, die Parameter sind in Farben hinterlegt. Viel ist grün hier bei mir. Muskelaufbau, da muss ich mich ein bisschen verbessern. Da bin ich unterdurchschnittlich vertreten und da seht ihr, das gibt dann die blaue Farbe. Ihr habt hier die Möglichkeit, wie bei anderen Wagen auch euer Gewicht zu wiegen. Das ist dann das Einfachste, was ihr machen könnt, aber auch die Möglichkeit, dann unterschiedliche Sachen wie Knochenstruktur, Protein, Muskelmasse und biologisches Alter zu testen. Und ja, die Produkte von Rainbow scheinen ziemlich interessant und ich werde mir die Marke auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Vielleicht kommt in Zukunft auch noch was anderes von denen und das wollte ich euch heute einmal nur kurz zeigen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video und bis dahin, ciao.